Mahlzeit, Leute. Eigentlich habe ich gedacht, ich mache hierüber kein Video mehr, um diesen schönen Batteriecomputer oder wie man das Ding auch schimpfen möchte. Und zwar geht es darum, das Kabel, was hierbei ist mir zu kurz. Also mit dem Meter komme ich leider nicht hin. Und das Problem werden einige andere auch haben. Deshalb habe ich mir hier ein vierpoliges Kabel besorgt, um es zu verlängern. Ja, vierpolig, das reicht. Da kommen wir gleich mal kurz drauf, warum ein vierpoliges reicht, obwohl hier fünf Litzen sind. Kann ich euch jetzt eben sagen. Die eine Litze ist quasi eine Isolierung und ist quasi auch nochmal Minus, also ist doppelt unnötig belegt. Das sieht man aber auch genauso hier auf dem Messstand, auf der Platine. Da sieht man, dass Minus quasi einmal hier auf zwei Pins gelegt ist. So, aber wieso ist das so ein Thema, das Kabel hier zu verlängern? Oder dass es sich lohnt, ein Video darüber zu machen? Ganz einfach. Im Vergleich zu einem Victron, da könnt ihr quasi einfach das Kabel so verlängern. Bei den meisten zumindest. Weil da sitzt die Elektronik hier auf dem Messstand drauf. Wir haben aber jetzt den Fall, dass die Elektronik, die ausrechnet, wie viel Amperestunden oder eher gesagt, wie viel Ampere gerade fließen, hier in dem Dingen sitzen. Interessant ist halt jetzt zu sehen, was passiert, wenn man das Kabel verlängert. Ich habe ja mal ein Video gemacht und die Ergebnisse waren ja sehr gut brauchbar, also das war alles ziemlich genau. Das Kabel ist relativ dick, deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass hier keine Veränderung auftreten wird, aber das wird den einen oder anderen dann doch interessieren, weil halt so ein Kabel auch einen Widerstand haben kann, die Verbindungen können einen Widerstand haben. Ich habe mich dazu entschieden, hier einfach Lötverbinder zu nehmen, damit das Kabel dann zu verlängern. Und ich schließe mal kurz alles an, dann messen wir einmal durch, was es anzeigt. Ich werde einfach mal die Batterie laden, einfach mal mit 10 Ampere, mit einer glatten Zahl. Und dann kneife ich hier das Kabel durch, verlängere es mit dem hier und dann machen wir dieselbe Messung nochmal und gucken wir mal, ob wir ein Ergebnis haben und ob wir was korrigieren können oder auch nicht. Eigentlich haben wir hier so Pinne und wir müssten damit, also hier, das ist dann quasi der Widerstand. Und hier steht auch was auf dem Stand drauf, dass der 75 Millivolt über das Kabel jagt. Das ist eigentlich ein Witz. Eigentlich müsste da auch, glaube ich, 75 Milliampere stehen. Hier steht Millivolt. Okay. Daran erkennt auf jeden Fall hier die Elektronik, wie viel Strom hier fließt. Wir werden es auf jeden Fall testen. Ich schließe mal alles an und dann gucken wir mal, was hier rauskommt. Ja, alles angeschlossen, wie ihr seht, also einfach nur ohne Verlängerung. Er zeigt irgendwie einen Eigenverbrauch wahrscheinlich an 0,004 Ampere gehen hier aus der Batterie raus. Und wenn ich jetzt einmal hier Strom drauf gebe, die Batterie lade, wir laden hier genau mit 10 Ampere, 10,0102 sagt hier das. Das deckt sich eigentlich genau mit dem, was auch das Netzteil hergibt. Also ja, das ist nicht super, nicht das Maß aller Dinge. Wir können ja auch noch mal mit dem hier nachmessen. Der hier spinnt wie so mal ein bisschen rum. Also man sieht, obwohl ich nichts messe, auch wenn ich 0 mache, der geht dann irgendwo in irgendeine Richtung hin. Das ist halt hier keine super Hightech, aber er sagt hier, ich kann das irgendwie festhalten. 10,25. Also ich glaube jetzt mal eher den zwei Anzeigen, die hier gleich sind. Also können wir uns an das Netz da halten. Die Spannung passt auch. Wir haben jetzt 13,41 Volt hier anliegen. Das können wir nochmal eben gegenmessen. 13,40 Volt. Moment, ich meine, das kann ich auch anhalten, damit ihr so seht, 13,41 Volt ist genau das, was auch unser Messstand jetzt hier anzeigt. Und dann gucken wir mal, ob das Ergebnis gleich bleibt, wenn ich das Kabel hier verlängere. Wie wir sehen, alles angeschlossen. Ich habe hier einfach Schrumpfschlauch noch benutzt und habe das hier rumgemacht, dass das ein bisschen besser ist. Ich hatte natürlich zu dünn drauf, deswegen habe ich jetzt nur zwei Stückchen noch übrig, die einfach hier drauf sind. Ist jetzt halt einfach so. Hier hinten habe ich es auch gemacht. Ihr müsst natürlich einfach nur die Kabel genau in der Farbe quasi auf das Kabel hier übertragen und am Ende wieder genauso durchverbinden.
Ich glaube, das sollte klar sein. Und wir gucken mal, wir haben hier so 13,27 Volt, zeigt er uns an. Das kann natürlich auch sein, dass wir jetzt einen Verlust haben durch die Länge. Wir messen mal am Shunt. 13,26 sagt er hier. Ich mache mal kurz ein, dass er es hält. 13,26. 13,27. Also eigentlich genauso wie vorher. Und dann laden wir mal wieder mit 10 Ampere, 10,02 um genau zu sagen, und wir haben hier 10,01, ich hoffe, ihr könnt sehen, ein Ticken hat es ausgemacht, wobei wir hatten noch vorhin, glaube ich, das war die falsche, wir wollten hier dran drehen, 10,01, dann zeigt er schon ein bisschen weniger hier an. Aber im Grunde geht es, ich habe jetzt um 1,20 Meter quasi, ja, also einen minimalen Unterschied haben wir, aber ich glaube, damit lässt sich leben. Hätten wir jetzt eine größere Differenz, hätte ich einfach von diesen Stäben hier mit einer Feile ein bisschen was weggenommen, so dass man das entsprechend anpasst. Also da ganz wenig erstmal wegnehmen, das kann nämlich ruckzuck geht, und Millivolt ist natürlich richtig, fällt mir gerade ein, weil es wird einfach nur der Spannungsunterschied zwischen den beiden Polen hier gemessen, und daraus ergibt sich dann hier, rechnet dieser Chip, der hier drin ist, aus, wie viel Ampere hier gerade fließen. Ich werde das Ding jetzt mal in den Bus einbauen und ja, ihr werdet es gleich mal sehen, ich halte mal kurz die Kamera drauf, nachträglich ist immer scheiße. Ja, jetzt zu dem Problem, was ich habe. Oder wo ich sage, nachträglich ist immer kacke. Der soll hier hin. Das macht man ja üblich mit hier so einem Lochschneider oder Lochbohrer, wie auch immer man das Ding jetzt gerade nennt. Und ich habe hier hinter direkt das Waschbecken und das kriege ich nicht mehr raus, weil es eingeklebt ist. Ja, Waschbecken ist hier direkt. Ich komme mit den Fingern zwischen. Ich habe ja eigentlich noch gut Platz. Was sind denn dort? Ja, 2 Finger breit. Also eigentlich sollte das funktionieren. Oh, das hat doch echt gut geklappt. Ich bin hingegangen und habe die Schraube hier einfach nochmal gelöst und das Ding einfach ein bisschen zur Führung. Dadurch ist das zwar immer stehen geblieben, aber ich bin nicht einfach durchgeknallt. Ich habe noch nicht mal das Brett, was ich hier gerade reingeschoben habe, erwischt. Sehr gut. Oh, das klingt ja schon mal gut. Ich muss das Ding also noch nicht mal jetzt. Das gefällt mir. Einfach nur reindrücken und das hält. Da muss ich nichts mehr machen. Das lasse ich so, dann kann ich es immer noch. Ich will mal rausdrücken. Das ist gut, so lasse ich das. Perfekt. Ja, der Messstand ist verbaut, wie ihr seht. Er zeigt jetzt hier noch 0,3 Ampere. Also 0,03 Ampere gehen hier rein. Ich habe mal die Messzange hier an den Pluspol gehangen. Da schwankt das auch so minimal. Ja, ich hau mal den Motor an und dann gucken wir mal, ob das passt. Dann hätten wir am 30 Ampere, müssten dann hier ungefähr stehen. Wir gucken einfach mal. So, Motor läuft und wir sehen, es gehen ja 30 Ampere rein. Also das passt sehr genau. Und die Messzange, ich guck mal kurz drauf, sagt 30,5. Also ich würde mal sagen, das passt richtig gut. Ja, die Leute, die meine Videos verfolgen, die wissen, dass ich mal gesagt habe, ich brauche eigentlich keinen Shunt. Ich finde das in dem Fall aber jetzt echt gut, weil ich einfach mal ohne Handy einfach einen Blick habe, was hier gerade Sache ist, ob ich gerade Plus mache, also ob ich gerade Solarstrom ernte oder ob ich gerade mehr verbrauche, als reinkommt. Dafür finde ich sowas halt einfach geil, weil man einfach nicht mehr aufs Handy gucken muss. Ich kann von draußen einfach hier reingucken und sehe, ach, hier passiert gerade was. Wie man ja gesehen hat, wenn Strom reinkommt, dann pulst der ja. Wenn Strom rausgeht, bleibt der durchgängig an. So kann man auch schon visuell sehen,
was hier Sache ist. Das kann man auch deaktivieren. Hatte ich ein Video zugemacht. Einfach hier links und rechts gleichzeitig gedrückt halten und dann kann man das ausschalten. Finde ich aber ganz cool. Ich weiß nicht, ob mich das nachts stört. Wenn mich das stört, schalte ich das halt aus. Aber so finde ich das eigentlich ganz geil. Zur Installation hatte ich ja jetzt nicht viel gezeigt, außer wie ich das Loch hier nachträglich reingemacht habe, weil ich fand das ein bisschen kniffelig, aber ist ja gut gegangen. Und zur Messschand. Wir haben ja ein B- und ein P-. Ich wiederhole das jetzt, weil ich jetzt die wildesten Installationen gesehen habe, wo dann hieß, das Teil ist kacke, das zeigt nicht alles an. Ja, das kann es auch nicht anzeigen, weil die Leute dann echt den Ladebooster oder was auch immer direkt an den Batteriepol angeschlossen haben und nicht an den Shunt. Also habt ihr so einen Shunt, um, egal, das geht sich auch jetzt nicht nur um das, sondern egal, welchen Shunt ihr da so habt, euer B-, also eure Batterie-, verlagert sich auf den Shunt. Das ist dann das P- am Shunt, ist euer zentrales Minus für die Batterie generell. Für die Leute, die Eigenbau-Lithium haben, weil die Frage kam öfters, kommt der Shunt zwischen den einzelnen Zellen und dann erst das BMS, also dazwischen der Shunt, oder kommt der Shunt hinter dem BMS? Der Shunt kommt hinter dem BMS. Das BMS gehört quasi zur Batterie. Und das P- am BMS, was ihr da habt, ist ja in der Regel ein schwarzes Kabel. Daran kommt der Shunt und da kommt das, das ist ja euer P-, steht ja meistens dann auf dem schwarzen Kabel drauf. Das kommt an B- vom Shunt und dann am Shunt das P-, da kommt der ganze andere Rest dran. Also nichts bis auf die Batterie kommt an B-. Das war's auch jetzt mit dem Video und damit sage ich mal bis zum nächsten Mal.